Instagram testet Werbeanzeigen, die nicht alle Nutzer erfreuen werden. Und LinkedIn erweitert die Möglichkeiten für Unternehmensseiten und Newsletter. Alles das und mehr jetzt bei 7x7x7. Hi, mein Name ist Felix Beilharz. Willkommen zu 7x7x7, den Online-Marketing-News. Du bekommst jetzt gleich, wie jede Woche, in ungefähr 7 Minuten die 7 wichtigsten News aus dem Online-Marketing aus den letzten 7 Tagen. Wenn du nicht getan, lass gerne jetzt ein Abo da, damit wir uns jeden Montag um 17 Uhr hören oder sehen als Podcast oder Video mit den immer aktuellsten 7 News aus der bunten und spannenden Welt des Online- und Social-Media-Marketings. Und wir legen jetzt los mit der ersten News. Instagram testet ein Ad-Format, das wahrscheinlich die Werbeeinnahmen bei Instagram erstmal steigen lassen wird, aber nicht alle User glücklich machen wird. Die Rede ist von nicht skippbaren Ads. Also Video-Ads zwischen Reels zum Beispiel, die du nicht wegklicken kannst. Wie man es von YouTube in der Gratis-Version ja auch schon kennt, auch da hast du Werbung, die du nicht wegklicken kannst. Das künftig vielleicht auch bei Instagram, Tests laufen zumindest. Da wird ein kleiner Countdown angezeigt, wie lange die Ad noch läuft, bis du skippen kannst oder bis die Ad vorbei ist. Aber du kannst in der Zeit nichts tun, musst also die Ad quasi angucken. Schreib mal in die Kommentare, ob du das akzeptieren würdest, ob du nicht skippbare Ads bei Instagram gut finden würdest oder ob es dich sogar vielleicht von Instagram abhalten könnte, weil es dich so sehr nervt. LinkedIn rollt die bezahlten Premium-Unternehmensseiten aus. Bisher sind Unternehmensseiten ja völlig kostenlos. Jetzt kommen die Premium-Seiten, die als Option dann Geld kosten, aber auch mehr Funktionen bringen. Die kosten ungefähr 70 Euro im Monat. Du kannst sie aber einen Monat lang gratis auch testen. Die haben verschiedene Features, die normale Seiten dann nicht haben. Zum Beispiel ein Call-to-Action-Button, der dann auch bei den Postings angezeigt wird oder auch in der Suche dann dargestellt wird, aber eben auch auf der Seite selber dargestellt wird. Ähnlich wie bei Premium-Profilen ja auch. Die Seiten können dann auch die Unternehmensbesucher, also die Unternehmensseitenbesucher sehen und die zum Beispiel als Follower dann einladen, also leichter Follower gewinnen oder leichter ihre Interessenten einfach auswerten und aktiv anschreiben. Und sie können ein Testimonial oben auf die Firmenseite packen, um Besucher der Seite zu überzeugen. Auch einen KI-Content-Creator wird es dann geben, um einfacher Beiträge zu erstellen. Und es sind auch neue Features in Entwicklung, zum Beispiel Service Showcase, also eine Darstellung der Dienstleistung multimedial, wie es bei Premium-Profilen auch schon lange möglich ist, und auch ein Dienstleistung-Anfragen-Button, der einfacher Leads generieren soll. Aber eben, wie gesagt, zum Preis von ungefähr 70 Euro pro Monat. Instagram klaut zum ersten Mal seit langem mal nicht von TikTok, sondern mal wieder von Snapchat. Auch die Stories waren ja eigentlich mal ein Snapchat-Klon, dann sehr, sehr erfolgreich geworden bei Instagram. Und jetzt kommt ein neues Feature im Test gerade, das auch von Snapchat kommt, nämlich Quick Snaps. Heißt sogar Snaps tatsächlich auch. Das sind Fotos, die sich nach einmaligem Ansehen automatisch selbst löschen. Das war eigentlich die Grundidee von Snapchat damals. Diese Foto kannst du dann mit all deinen Followern teilen oder auch mit nur engen Freunden oder auch individuell an einzelne User verschicken. Das Feature war schon im Test, hieß früher mal Peak, soll jetzt als Quick Snap die nächste Stufe des Tests durchlaufen und dann vielleicht für alle ausgerollt werden. Eine große Änderung kommt wahrscheinlich auf die Generation Z zu, nämlich die einzige Generation, die eigentlich BeReal wirklich aktiv nutzt. BeReal ist da sehr beliebt, auch bei den Jüngeren, eigentlich nur bei den Jüngeren. So beliebt auch, weil es noch frei von Werbung ist und quasi frei von Unternehmen ist. Es wurde zwar vor einiger Zeit Real Brands ausgerollt, also Zugang für Unternehmen, aber noch sehr spärlich. Jetzt aber wurde BeReal an einen großen Video-Game-Publisher verkauft für 500 Millionen Euro und das Geld muss wieder reinkommen. Und das wird wahrscheinlich über Werbeanzeigen passieren. Erste Hinweise dazu sind aufgetaucht bereits, dass die App jetzt monetarisiert werden muss und das soll wohl per Werbung funktionieren. Heißt, wahrscheinlich wird es bald bei BeReal Möglichkeiten für Advertiser geben, dort Werbung zu schalten. Ob die User das akzeptieren werden, in ihrer geliebten werbefreien App jetzt Werbung zu sehen, das wird sich rausstellen.
Der ehemalige Twitter, jetzt Ex-Konkurrent Threads von Meta, erfreut sich weiter wachsender Beliebtheit und es werden ständig neue Funktionen ausgerollt. Wirklich fast jede Woche gibt es irgendeine News, dass was Neues kommt. Jetzt ist gerade ein Test, der ganz spannend ist, denn ein Feature hat Threads tatsächlich nicht, nämlich die klassischen Hashtags, die ja eigentlich bei Twitter damals berühmt geworden sind. Die hat Threads nicht übernommen, sondern man hat nur einen einzigen Tag, den man vergeben kann, der dann auch die Auffindbarkeit des Threads besser stärken soll. Aber jetzt sind Screenshots aufgetaucht, wo tatsächlich klassische Hashtags mit der Raute davor und auch mehrere in einem Thread zu sehen waren. Also offenbar, ja, rollt Threads das gerade aus. Das würde dem Abgesang auf die Hashtags ein bisschen entgegenlaufen. Alle Kanäle gehen ein bisschen weg davon. Threads testet zumindest mal, ob es ein Feature für sie sein könnte. LinkedIn erweitert die Möglichkeiten für Newsletter. Das ist super spannend, denn Newsletter sind das Format, was mit am meisten Wachstum auf LinkedIn hat. Aktuell offenbar über 184.000 Newsletter auf LinkedIn und ein Wachstum von fast 60% in 2023. Und auch das Engagement wuchs um 47%, also offenbar ein sehr beliebtes Feature. Auch meinen Newsletter kannst du ja bei LinkedIn abonnieren, um auch da regelmäßig die aktuellsten News zu bekommen. Jetzt wird ein neues Design ausgerollt, wo die Kommentare zum Newsletter dann eben auf der rechten Seite dargestellt werden, sodass du gleichzeitig Beitrag lesen kannst und die Kommentare dazu lesen kannst oder auch kommentieren kannst. Auch da gibt es eine AI-Bilderstellung. Du kannst die Header-Grafik jetzt mit dem Microsoft Designer integriert im Newsletter direkt mit KI erstellen. Und die Follower des Accounts werden weiter auch zum Abonnieren dann eingeladen, also eine einfachere Follower-Gewinnung. Und du kannst jetzt im Newsletter selber andere Profile und andere Seiten direkt einbetten, direkt auch mit einem Folgen-Button, sodass quasi dann diese Accounts Follower generieren können über deinen Newsletter. Also Newsletter werden weiter aktiviert, weiter ausgebaut und wichtiger im LinkedIn-Marketing-Mix. Meta rollt seine AI weiter aus und integriert auch Teile davon jetzt in WhatsApp. Du kannst künftig zum Beispiel in WhatsApp mit der KI Ads erstellen oder auch dann direkt die Leute, die dann in WhatsApp dir Fragen stellen, diese Fragen beantworten lassen mit einer KI. Zum Beispiel für FAQ, Sachen, die häufig gefragt werden, die kann dann die KI auch automatisch künftig beantworten. Ob das in Europa kommt, ist offen, weil Meta AI in Europa erstmal noch nicht ausgerollt werden soll. Was aber kommen könnte oder kommen wird wahrscheinlich, ist der Meta Verified Badge auch für WhatsApp. Künftig kannst du dann bei WhatsApp dir auch einen blauen Haken kaufen, mit wahrscheinlich auch ein paar Premium-Features, aber vor allen Dingen den blauen Haken, der dann überall dargestellt wird, auf deinem Channel, auf deiner WhatsApp-Seite und so weiter. Aktuell der Rollout nur in einigen Ländern, nicht in Europa, aber das könnte nach und nach, wie bei Instagram und Facebook ja auch, dann auch hier in Deutschland und Europa kommen. Das waren die 7 aktuellsten News dieser Woche. Hat es dir gefallen? Dann lass gerne jetzt ein Abo da, damit du keine News mehr verpasst. Jeden Montag 17 Uhr gibt es die immer aktuellsten 7 News aus den dann immer letzten Tagen in dann immer ungefähr 7 Minuten. Das war's für heute. Hab eine gute Woche, bleib gesund, hau rein, dein Felix Beilharz.